So, willkommen zurück bei Pokémon Weiße Edition. Und dieses Mal lautet die Frage des Parts. Was ist die längste Spielzeit, die ihr habt? Ihr könnt ja zum einen mal sagen, wie groß sie in Schwarz und Weiß ist und wie groß allgemein. Also, die längste Spielzeit, die ich in Schwarz und Weiß habe, ist so 50 Stunden. Ich habe in Schwarz nicht so weit gespielt. Die Rekordspielzeit, die ich habe, ist in Pokémon Platin. Da habe ich 493 Stunden. Habe ich auswendig im Kopf, weil ich schon recht lange nicht mehr weitergespielt habe. Aber ja, 493 Stunden habe ich in Pokémon Platin. Schreibt mir einfach rein, wie groß die Spielzeit bei euch in euren Pokémon-Spielen ist. Also am besten einfach mal die Rekordzeit von allen Editionen. Würde mich echt interessieren. Gut, dann geht's jetzt mal weiter hier in diesem Gebäude. Ups, ich habe jetzt vergessen, das Schildle zu lesen. Warte kurz. Was haben wir denn hier überhaupt für ein Gebäude? Game Freak. Leute. Das Herz der Pokémon-Entwickler. Das Herz, das diese Serie durch dieses Spiel zerstört hat. Nein. Na egal. Wahrscheinlich ist das der Entwickler, der der die alten Werte wahren wollte und er wurde zum Schweigen gebracht. Er sah so einsam und verlassen aus. Da habe ich mir gedacht, ich lese ihm ein wenig aus diesem Bilderbuch vor. Wenn du willst, kannst du auch gerne zuhören. Dann will ich die Geschichte mal weitererzählen. Das Sorua war mit Mutterseelen allein. Und so tat es das Einzige, was es tun konnte. Es machte sich auf die Suche nach seiner Mutter. Hast du schon mal ein Sorua gesehen? Ich kann es dir gern zeigen, was das für ein Pokémon ist. Oh ja. Ein Sorua hat die Fähigkeiten, die Menschen zu verzaubern. Das mit dem Verzaubern hört sich zwar gefährlich an, aber ich mag das Sorua einfach, weil es eben so süß ist. Nanu? Warum bist du denn auf einmal so rot? Richtig, das soll nämlich in Wirklichkeit das Sorua darstellen. Da wollte ich natürlich nicht sagen. Ich gucke jetzt einfach mal im Pokédex, ob wir auch den Eintrag von Sorua bekommen haben. Ah, tatsächlich. Weil so war es ja sonst auch in den Spielen öfters. Dass wenn wir Pokémon sehen, also wenn uns ein Bild von denen gezeigt wird, dass wir sie dann auch im Pokédex haben. Nur in Rot, Blau, Gelb war das komischerweise bei den Startern nicht so. Dann gehen wir mal hoch. In welches Stockwerk? Den 21. Okay. Dann halten den 21. Aber die Events zeige ich euch alle erst am Ende. Nur das Victini-Event hätte ich euch gerne hier gezeigt, weil da gibt es auch noch ein Team Plasma-Nebenquest und so. Also ziemlich geil. Aber ausgerechnet dieses Event funktioniert nicht. Finde ich echt sauschade. Warum man danach streben sollte, so viele Pokémon-Kämpfe wie möglich auszutragen und dabei immer stärker und stärker zu werden? Ist doch klar, damit man noch mehr Pokémon-Kämpfe austragen kann. Wenn du einmal stark genug bist, dann tritt ruhig mal gegen mich an. Du meinst wirklich, ich könnte dich jetzt noch nicht besiegen, eh? Na gut, er ist der Entwickler, okay, ich chill. Ich bin ein Relaxo. Quatsch, er ist beiseite, ich bin der Grafikdesigner. Allerdings hat man mich als Vorbild dazu genommen. Nur mal so nebenbei, das Item Überreste ist von allergrößter Wichtigkeit. Ihr seht, hier haben sie sich wie in jedem Spiel selbst einprogrammiert, so ein Scherz von Game Freak. Sie haben einen ähnlichen Humor da wie Wear gehabt. Und ja, die lassen sich wahrscheinlich durch die neuen Spaltmöglichkeiten hier auch so, so realitätsnah wie möglich abbilden. Also sprich, wahrscheinlich sieht der Chef, also der Grafik, die sah dann wirklich etwas pummeliger aus. Ich bin hier der Sounddesigner. Ich habe mir besonders Mühe gegeben, die Spiele immer mit passender Musik zu untermalen. Ich muss dich rügen. Viel zu wenig Variation. Das war in den Editionen davor echt geiler. Ist dir schon, ist sicher schon aufgefallen, oder? Und dir muss ich sagen, ganz gut gemacht, aber bunter wäre noch ein bisschen schöner. Ich bin hier für die Grafik zuständig und Pixelschubs aus Leidenschaft. Schupp und weh das Pixel an dem ihm vorbestimmten Platz. Juhu! Ah ja, das ging aber nur mit dem HD-Filter, sonst sieht es sehr viel verpixelt aus. Och, was tust du? Ich bin doch gerade dabei, das Ende des Spiels fertigzustellen. Verdirb dir doch nicht die Vorfreude. Schau es dir lieber an, wenn du das Spiel selbst abschließt. Ja, eigentlich betrifft das auch euch. Also, ich weiß nicht, ihr müsst halt entscheiden, falls ihr das noch nicht gespielt habt, ob ihr euch spoilern lassen wollt oder nicht. Tag, ich bin der Spieldirektor. Aha, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen, sehr löblich. Wenn sich darin einiges angesammelt hat, musst du mir das unbedingt mal zeigen. Ja gut, ich werde ihn natürlich nicht vervollständigen können, weil man kann hier nicht tauschen. Es sollte ganz klar sein. Daher weiß ich auch nicht, was man bekommt. Wahrscheinlich kriegt man wieder eine Urkunde.
Oder noch geiler, es ist wie ein Diamant per Platin und man kommt zu Professor Eich mit dem vollen Pokédex und sagt, guck mal, ich hab voll! Und dann wird es, gut. Da fühle ich mich jedes Mal so verarscht. Da gebe ich mir so krankhaft viel Mühe und da kommt von jemandem Antwort, gut. Super! Toll! Ich meine, in Nintendo, also eine Sache macht Nintendo echt geil. Nämlich, dass sie immer Möglichkeiten geben, ein Spiel zu 100% durchzuspielen. Dass sie einem immer viel zum Sammeln geben und alles. Gut, bei Pokémon ist es vielleicht fast ein bisschen übertrieben mit den ganzen Sternen. Aber was dabei dann echt kacke ist, ist, dass man nie gescheite Belohnungen kriegt. In Sunshine ein Bild! Wuhu! Und hier, sagt Professor Eich. Gut! Was ist das? Okay, ich gehe jetzt hier weg, weil der Lag ist einfach zu hart. Oh nee, Moment, ich muss doch noch den Tänzer aufsammeln. Stimmt ja. Vielleicht ist er ja hier. Mal gucken. Ist er hier? Ja, First Try. Was gibt's denn? Oh, eine Tanzgruppe? Stell mich den Mitgliedern unbedingt vor. Aber vorher sollten wir noch eine Runde kämpfen. Yo. Auch beim Pokémon-Kampf tanze ich dich an die Wand. Erstens ist hier keine Wand. Zweitens, lass mich raten, dass ein Grill mag. Boah, das war jetzt so scheiße schwer zu erraten, ey. Ja, die passen doch echt wieder mal alle zusammen wie Arsch auf Eimer. Ich meine, jeder hat eines dieser beschissenen Affen. Dann wird auch noch geheimerweise gesagt, wo sie sich aufhalten können. Mit der Begründung, suche mal einen dunklen Gassen oder einen Pierre. Ich meine, das wird echt so gemacht, dass jeder Vollidiot ist, checkt. Das muss doch echt nicht sein. Ein bisschen kann man auch selbst nachdenken. Worum ging es noch gleich? Ach ja, die Tanzgruppe. Ich bin auf jeden Fall mit von der Partie. Okay, gut. Damit wird das geschafft. Ich meine, ich freue mich, sobald ich endlich mein Fahrrad kriege. Und jetzt schnell! Schnell noch rein! Oh, ich glaube, hier laufe ich nie wieder freiwillig rum, ey. Entweder ist es auf Frameskip 5 total abgehakt und scheiße und ohne Frames, oder... Ja, es geht einfach nicht lagfrei. Wobei das, glaube ich, sogar in der originalen Edition nicht wirklich lagfrei ging, weil es einfach zu viel war. In meinem Tanz hat die ganze noch eine Verstärkung gefehlt. Was bin ich froh. Bewegt eure Tanzbeine und macht die umstehenden Leute glücklich. Und die Freude wird sich ausbreiten, bis die ganze Welt von ihr erfasst ist. Vielen Dank, eine super Tanztruppe ist dank dir entstanden. Und so drücke ich meine Freude aus. Like that, das ist ein geiles Item, ein absolut geiles. Mit jedem Tanz vermitteln wir eine Botschaft. Ob Freude oder Trauer, unsere Welt ist so reichhaltig. Damit kriegen wir mehr Geld, was absolut nützlich ist. Warte mal. Eine Szenerie mit Menschen oder eine Szenerie mit Pokémon. Beides ist so unglaublich schön, darum male ich Bilder. Ach ja, das Atelier findest du in der Twin Street. Ja, ich werde es tatsächlich auch tun. Ich werde dieses Item gegen mein Zauberwasser austauschen. An sich ist natürlich Zauberwasser viel, viel nützlicher. Aber da ich Geld brauche, werde ich Ihnen das Münzamulett sofort überlassen. Und es liegt eigentlich nicht nur daran, dass ich Geld brauche, sondern auch, dass ich demnächst sowieso mal wieder ein Item austauschen werde. Ich sammle jetzt nur noch ein bisschen Geld ein und ich werde mich sowieso daran gewinnen, dass Zauberwasser nicht mehr drin ist. Weil bald noch ein wertvolleres Item kommen wird. Zentrum von Shredder City, in dieser Richtung Route 4. Ja, wir sind noch nicht am Ende, es geht hier noch weiter. Ich habe aufgehört mitzuzählen, wie viele Parts ich hier schon dran sitze. Es ist einfach zu viel, es ist zu viel, aber wir haben es fast geschafft! Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bin so eine Art Namensorakel. Tja, ja, soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Jo. Welchen Pokémon darf ich den Spitznamen bewerten? Soldberg. Aha, Soldberg, lautet das sein bisheriger Name. Soldberg, als Mädchen. Für ein Mädchen, bist du dir sicher? Ja, weil nichts anderes da. Aha. Nee, sparen. Also, der Name bleibt natürlich bestehen. Was? Ist der blöd? Ich hab überhaupt nichts gehindert, oh Mann. Ich bin Alzheimer. Ich bin Wahrsagerin und auf zwischenmenschliche Beziehungen spezialisiert. Es gibt auf der Welt eine ganze Menge Leute, die das Segi nutzen, um herauszufinden, wie sie miteinander harmonieren. Ja, kann ich bei diesem LP leider nicht zeigen. Pika Pika! Ein Pokémon, das du im Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt schließlich die Zuneigung des Originaltrainers wider. Was ich, wie gesagt, beschissen finde. Habe ich aber schon oft genug erwähnt, glaube ich. Toll, dass man beim Harmonietest diese Herzkonfekte bekommt, nicht wahr?
Jetzt möchte man einen mehr oder weniger in dieses Zusatzmodul reindrängen. Willkommen zur beliebten Sendung Entdecke Ishu. Heute stellen wir euch einen Pokémon-Massagetherapeuten aus Stratos City vor, die Leib und Seele massiert. Guten Tag, was hat Sie dazu bewogen, Pokémon-Massagetherapeutin zu werden? Anfangs habe ich Menschen massiert, aber als ich eines Tages ein Pokémon massierte, da freute es sich riesig. Das war so süß, da habe ich dann noch ein paar andere Pokémon massiert. Und ehe ich mich versah, war ich auf Pokémon spezialisiert, vor allem auf Unratütox und Schleimox. Erstaunlich! Und Menschen können sie auch massieren? Sie als auch massieren? Hä? Geht das denn in Ordnung? Autsch! Das war auch schon unsere Interview aus Stratos City. Bis zum nächsten Mal. Also den Joker-Man habe ich jetzt echt nicht verstanden. Könnt ihr ihn mir vielleicht erklären? War wohl zu blöd zu. Okay. Ja. Wir sind bald am Ende, Leute. Wir sind bald am Ende. Oh man, hat man es hier übertrieben. Und man hat ja auch echt keine Ideen mehr, sieht man, da hier nur zwei Personen sind. Ich habe im Geheimen ein ganz geheimes Gerät hergestellt. Allerdings gewähre ich nur denen mit dem streng geheimen Geheimpasswort die Benutzung. Keine Ahnung, Leute. Falls ihr wisst, was es damit auf sich hat, sagt's mir doch bitte. Du kannst dich wohl nicht an das Passwort erinnern. Hat es was mit dem Zoroark-Event zu tun? Sagt's mir einfach in die Kommentare, dann überlege ich, ob ich das mache. Man nennt mich den Schlüsselmeister. Warum? Weil ich alles öffnen kann. So einen mysteriösen Clown wie mich hast du bestimmt noch nie gesehen. Nun, Caleb, unsere Wege werden sich sicher wieder einmal kreuzen. Tut's das? Da kann ich mich fast gar nicht dran erinnern. Ich weiß nur, dass die von jetzt an als Trainer überall auftreten. Ich immer frage, was soll die Trainerklasse klauen? Das habe ich mich schon in Diamant per Platin gefunden. Was ist das für eine sinnlose Trainerklasse? Da waren die Feuerspucker sinnvoller. Und ja... Hier sind sie dann nochmal beschissener aus. Ich habe mich richtig gut mit ein paar Leuten da oben unterhalten. War das ein Spaß. Ich wurde ja eigentlich zu der Party da oben eingeladen. Doch anstatt mich durchzulassen, schaut der Mann davor in dem Fahrstuhl immer nur streng rein. Jetzt traue ich mich irgendwie nicht. Woher kommst du? Wow, Savinizia! Ist ein toller Ort! Ich hasse tollen Kaffee leicht. Willst du nach oben? Ja. Ich bin mal so frei und mustere dich ein wenig. Keine Muckis. Schwach. Scheiß Kappe. Georg Schuhe. Sieht nicht so aus, als ob du gefährliche Gegenstände bei dir trägst. Also gut, du kannst passieren. Sieht nicht so aus. Das macht er vorm Augenmaß, oder wie? Oh Mann. Also 46. Stock. Jo, hi. Ich schöpfe mal eure Party. Ist recht, oder? Herzlich willkommen auf meiner Party. Misch dich ruhig unter die Leute. Die haben sicher viel Interessantes zu erzählen. Ja, venite, ma chère, une voiture. Come cancelliere, je parle, à l'heure de Neuville. Le train me met ça au cabage. Bonne porte, muss bloß composer, mon permis de conduire, je repose. Ich weiß, war eigentlich ein Wort richtig dabei. Ich hab keine Ahnung, ich kann gerade Französisch. Rätst du mir was? Hast du schon mal ein Stratos-Eis gegessen? Ich habe kürzlich eines ergattern können. Normalerweise ist es aber nur ganz schwer zu bekommen. Das soll auf jeden Fall darstellen, dass hier viele unterschiedliche Nationalitäten sind. Die hat, glaube ich, damals Deutsch geredet in Pokémon White, wenn ich mich richtig erinnere. Was wollt sie hier? Nee. Sieh dir das an, dein Pokémon-Team ist hier wirklich herzallerliebst. So ein süßes Team sollte eigentlich immer das hier im Gepäck haben. Anziehung. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt eher weniger erwartet. Damit wird dein Pokémon liebenswerter als erlaubt. Kein Pokémon des anderen Geschlechts könnte noch der Anziehung deines Pokémon widerstehen. Doch, zu einer 50%igen Chancewahrscheinlichkeit greifen sie an, also was labert sie? Widerstehen kann man schon, mehr oder weniger. Meine Freunde kommen morgens immer nur ganz schwer aus den Federn. Normale Weckmethoden helfen da nicht, das ist wirklich schlimm. Da benutze ich neuerdings den Weckruf meines Pokémons, um ihn wach zu kriegen. Ach so, von der haben wir doch vorhin genau, vor drei Parts oder so haben wir doch von einem gehört. Der von seiner Frau mit seinen Pokémon geweckt wird. Das ist sie also. Scharfe Braut. Hast du das Kleid gesehen, das Camilla das Supermodel getragen hat? Ah, an ihr sieht das einfach so unglaublich gut aus. Einfach atemberaubend. Oh Mann. Ciao, ti stai divertendo. Non sentire in imbarazzo. Parla pure con chi vuoi. War irgendwie eine Mischung zwischen Spanisch und Französisch, hatte ich das Gefühl. Nee, das ist Spanisch.
Es la primera vez que vengo aquí, pero este precioso paisaje hace que me sienta como en casa. La próxima vez traeré a mis amigos. Also, das ist Spanisch. Spanisch hatte ich ja mal 3 Jahre. Ich habe es auch ein bisschen verstanden, aber ich könnte es jetzt nicht gut übersetzen, glaubt mir. Am Morgen nach so einer Party ist es gar nicht so einfach, aus dem Bett zu kommen. Anstelle eines Weckrufs lasse ich mich neuerdings von einem Pokémon und seinem Gesang wecken. Aber irgendwie schaffe ich es trotzdem nicht aufzustehen. Wie kann das sein? Ach so, das ist jemand anderes. Egal, wir beenden den Party und das nächste Mal werden wir endlich verdammt nochmal Stratos City beenden. Kruzifix.